Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 13. Oktober. Die Tagesenergien für heute sind das 9. Siegel Lemati, das 3. Siegel Solaya und das 12. Siegel Vanita. Der heutige Tag ist wie generell an sich der Oktobers wieder geprägt von dem Thema göttliches Urvertrauen und die Verbindung, die Richtung geht wieder ganz, ganz stark nach Lemuria. Wir haben ja immer wieder unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Auswirkungen des verletzten Urvertrauens und für diejenigen, die vielleicht einfach neu dabei sind bei den Tagesimpulsen, Lemuria war eine Zeit, in der wir alle sehr in der Verbindung mit Spirit gelebt haben und wirklich unsere Intuition und die Amerikaner sagen Psychic Abilities, also die Hellfühligkeit, die Hellsichtigkeit, die innere Stimme vielleicht abgekürzt gesagt, komplett aktiviert hatten und auch darüber kommuniziert hatten. Und zwar in der Form, dass wir wirklich keine technischen Hilfsmittel gebraucht haben, wie Internet, Telefon und dergleichen. Und wir wussten quasi, was passiert, wie es war ganz normal, die Zukunft vorauszusehen. Lemuria ging dann unter, weil eben die Liebe überrepräsentiert war und die Schöpfermacht gefehlt hat. Und infolgedessen war natürlich für ganz, ganz viele ein ganz, ganz großer Schmerz im System gespeichert, weil wir damals zu Tode gekommen sind. Und wir wurden, damit das möglich ist, natürlich von der Verbindung getrennt, von der höchsten Stelle. Und das ist ein Schmerz, der für viele ganz, ganz massive Auswirkungen hat und der uns auf die Reise hat gehen lassen, viele Leben, viele Inkarnationen lang, um dieses göttliche Urvertrauen wieder aufzubauen. Und wenn das göttliche Urvertrauen fehlt, dann fehlt das menschliche, das irdische Urvertrauen in der Regel auch. Und wir sind in einer Zeit, in der es wirklich darum geht, beide Aspekte, die Liebe und die Macht, wieder zu vereinen, weil Atlantis, die Kultur danach, ging unter, weil einfach in dieser Zeit dann in Atlantis die Macht, die Schöpfermacht völlig überrepräsentiert war und die reine Liebe bekommt einfach nichts auf die Reihe, salopp gesagt, und reine Macht ist ein Killer. Und es geht darum, wirklich beides in Harmonie zusammenzubringen. Und momentan sind wir einfach in einer Phase, in der wir sehr stark diese lemurianische Urvertrauensverletzung heilen dürfen. Viele fühlen sich ja auch nach Hawaii gerufen und die Insel Kauai, auf der wir auch regelmäßig unsere Retreats anbieten, ist ein ganz, ganz starkes Kraftzentrum von Lemuria gewesen. Man sagt, das ist das Zentrum der Crystalline City, die Crystalline City war ja der Ort, an dem sozusagen die Priester, die Heiler, die höchstentwickelsten gewesen sind und dort ihre Gaben gelebt haben und das einfach gelehrt und vermittelt haben. Und das ist, wenn man wirklich nach Kauai reist, auch zu spüren. Es ist auf der einen Seite eine ganz, ganz große Liebe und Sanftheit da und auf der anderen Seite spürt jeder einfach auch so die Verletzlichkeit. Und wirklich diesem Ort zu begegnen, ist Heilung. Also wenn du dich nach Kauai gerufen fühlst, dann zöger nicht, mach dich auf den Weg. Es ist unendlich viel dort zu finden, einfach in irdischer Form. Ich habe gerade letztens auch wieder bei einem Kongress darüber gesprochen, wie tief das wirklich geht. Ja, aber das Wunderbare heute geht es darum, dieses verletzte Urvertrauen, das Lemurianische, mein verletztes göttliches Urvertrauen, meine Monadenverbindung, wirklich diesen Strang, diesen Teil von mir, der niemals vergessen hat, dass er göttlich ist, diesen wirklich in die Heilung, in die Transformation zu bringen, um wirklich in Liebe, und das ist das Wunderbare, meine Schöpfermacht leben zu können. Und dafür steht Solaya. Das heißt, der Tag heute ist ein wunderbarer Tag, um wirklich diese beiden Pole in mir zu vereinen und wirklich sie dadurch auch, dass ich sie in mir vereine, natürlich der Welt zur Verfügung zu stellen. Solaya ist die Kraft der großen Sonne, die immerzu in und durch mich strahlt. Und wenn ich im göttlichen Urvertrauen bin und in der tiefen Bewusstheit, dass ich die Sonne bin, die ihr Licht über den Planeten strahlt, deswegen bin ich hier, dann ist das
mit das Größte, was ich der Erde und mir selbst natürlich schenken kann und allen Menschen. Solaia aktiviert auch meinen Solarplexus, das heißt meine Schöpfermacht, meine Willenskraft und meine Fähigkeit für die Dinge, die ich erkenne, zu gehen. Wenn meine innere Stimme mir etwas zeigt, wenn ich einen Impuls spüre, der vielleicht nicht Mainstream-mäßig ist, der vielleicht im Widerstand zu dem ist, was andere von mir erwarten, dann haben wir ja oft diese Zurückhaltung. Und Solaia ist das, was mir hilft, das Siegel, was mir hilft, das, was ich wahrnehme, wirklich zu leben, es ins Leben zu bringen, dafür zu gehen, wirklich in meiner Kraft zu sein, ganz physisch, ganz irdisch. Und damit haben wir wirklich diese beiden Pole heute in einer absoluten Transformation, die Liebe und die Macht, in Liebe zu erkennen, was dran ist und meine Schöpfermacht anzunehmen und dafür zu gehen. Und dann bin ich in Vanita, in der Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Vanita vereint alles, was es zu vereinen gilt. Vanita integriert alles. Vanita bringt mich in den Zustand der Vollkommenheit und in diese Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Das ist wirklich mehr als Erfüllung, das ist mehr als, als bedingungslose Liebe. Diese Glückseligkeit ist wirklich im vollen Bewusstsein, über den Planeten Erde wandeln zu können und gleichzeitig zu wissen, ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, ich muss nicht mehr in die Anhaftung, in die Resonanz mit den Dingen gehen, die mir nicht gut tun. Und dafür steht der Tag, das leiten wir heute ein, das initiieren wir heute, die Verbindung der beiden Pole, die Liebe, Lemati, und die Macht, Solaia und Vanita, verstärkt das Ganze und bringt mich in diesen Zustand der Glückseligkeit und das große Ganze natürlich auch. Ich lade dich ein, wenn wir jetzt gemeinsam chanten, dir einfach vorzustellen, wie wir zwei ganz kraftvolle Säulen auf dem Planeten Erde errichten und wie diese beiden Säulen in dir in Harmonie gehen, in jedem Menschen und im großen Ganzen, in der ganzen Welt. Wir chanten wie immer die Siegel in ihrer Reihenfolge in Verbindung mit dem Om. Om Lemati, Om Solaya, Om Vanita, Om Lemati, Om Solaya, Om Vanita, Om Lemati, Om Solaya, Om Vanita, Om Lemati, Om Solaya, Om Vanita. Hab einen wundervollen, ganz reich gesegneten Tag in Liebe und in Schöpfermacht. Bis morgen. Das war die heutige Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Wenn du mehr über Britta, die 12 Siegel des Metatron und ihre Vision zur Potenzialentfaltung erfahren möchtest, dann schaue einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Hier findest du alle Informationen. Wenn du jeden Tag diese wundervollen Energien als Inspiration erhalten möchtest, dann abonniere jetzt einfach den YouTube-Kanal und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung.